Lima 207, zweiter Wendepunkt. 207 Lima, Ihr Kurs 145 Grad, Höhe 10.200 Meter. Lima 207, wiederholen Sie Kurs. Lima 207, Verständigung. Lima 207, Funkausfall, Reservefrequenz. Rufe Lima 207, rufe Lima 207. Funkausfall auf den Leitkanälen. Verstanden. Kanalmanöver in der festgelegten Reihenfolge. Notfallwarnung an Interflug. Ist geschaltet. Werte Fluggäste, hier spricht der Kommandant. Wir verlassen aus technischen Gründen kurzzeitig unsere Reiseflughöhe. Bitte beachten Sie das Tableau an der Stirnseite der Kabine. Die erste Stewardess ans Telefon, bitte. Besatzung, bitte. Ungemeldeter Verkehr. Wir sinken von 10 auf 7.000 Meter. Achten Sie auf das Verhalten der Passagiere. Lima 207. Neuer Kurs 145 Grad. Verstanden? Meine Damen und Herren, unser Sinkflug ist jetzt beendet. Sie können die Sicherheitsgurte wieder ablegen. Danke. Oh. Schöne Zeit für sowas. Gut, ich komme. Ich bin wach. Entschuldige, Kurt hier. Ja. Ich wollte eigentlich deinen Mann. Ja, wecken. Ja, kannst ja weiter schlafen. Jochen, die Pflicht ruft. Die Pflicht. Schalker hier. Bist du nun munter? Na, zieh dich an, Junge. 10 Minuten bin ich bei dir. Ende. Oh, guten Morgen. Moin. Was ist passiert? Luftverteidigung. Ah. Diensthabendes System. Mehr weiß ich auch noch nicht. Aber das hören wir ja gleich. Die Sache spielte sich um 2.15 Uhr ab. Totalausfall der Funkfrequenz für die Mixstaffel. Nach 12 Sekunden war die Frequenz plötzlich wieder intakt. Bodenleitstelle und Bordinstrumente haben einwandfrei gearbeitet. Das hat eine Sofortuntersuchung ergeben. Menschliches Versagen? Der Grund für den Frequenzausfall ist, nach den bisherigen Untersuchungen, ein sogenannter Radiokiller. Ein was? Das ist eine Kurzbezeichnung für ein vollautomatisches Gerät, das der Gegner einsetzt. Etwa in dieser Größe. Also so wie ein Fußball so? Dieses Gerät peilt sich, durch Fernbedienung gesteuert, automatisch auf die Frequenzen ein, die von unseren Luftstreitkräften benutzt werden. Mhm. Es registriert sie, es registriert auch die Ausweichfrequenzen und speichert sie. Das Ding muss doch zu orten sein. Es bleibt absolut inaktiv. In einem sogenannten E-Fall kann es dann per Fernauslösung blitzartig aktiviert werden. Es stört die gespeicherten Frequenzen und dadurch wird die Aktionsfähigkeit der Luftabwehr ganz erheblich eingeschränkt. Mit anderen Worten, das, was heute Nacht passiert. Also ein elektronischer Schweigefunker. Diese Geräte wurden bereits in Vietnam eingesetzt. Und Sie nehmen an, Doktor, bei dem Vorfall in der vergangenen Nacht handelt es sich um eine Funktionsstörung bei einem solchen Gerät? Mit Sicherheit. Es wurde vermutlich vor längerer Zeit in der weiteren Umgebung des Flugplatzes der Luftstreitkräfte installiert. Genau so andersrum. Und man kann so ein Ding mit, sagen wir mal, elektronischen Geräten nicht orten. Muss doch ein Klacks sein für den Experten für Militärelektronik. Solange das Gerät nicht aktiviert ist,
spricht es auf keine Peilung an. Es bleibt sozusagen unauffindbar. Na, dann können wir ja bis zur Rente suchen. Nun, das hoffe ich in unser aller Interesse nicht. Der Radiokiller hat sich in der vergangenen Nacht, vermutlich durch einen Defekt, selbst aktiviert für 12 Sekunden. Diese Zeit hat für unsere automatische Funküberwachung genügt, den Standort dieses Gerätes annähernd zu bestimmen. Ich habe das Gebiet mal eingegrenzt, in dem das Ding mit Sicherheit steckt. Na, das sind ja nur läppische 10 Quadratkilometer. Da gehen wir nach dem Frühstück hin und lesen es auf. Und ich denke, wenn Sie als Kind fleißig Ostereier gesucht haben, war das eine gute Vorschule. Naja, es ist Landschaftsschutzgebiet, nicht? Ja, so ist es. Mehr Anhaltspunkte haben wir leider nicht. Aber es gibt einige Hinweise, die nützlich sein könnten. Diese Geräte arbeiten mit einer Langzeitbatterie als Energiequelle. Die muss einmal pro Jahr erneuert werden. Und dazu muss es von einem Wartungsfachmann aufgesucht werden. Aha. Weiter. Jeder Radiokiller unterliegt einer Fernkontrolle durch seine Einsatzstelle. Das heißt, eine Störung, wie die in der vergangenen Nacht, wird dort registriert. Aha, dann ist also anzunehmen, dass in Kürze hier jemand auftaucht, der das versteckte Gerät entweder repariert oder austauscht, ne? Ja, so ist es. Aha, also eine Beobachtungsfunktion. Na, hurra. Über 10 Quadratkilometer Landschaftsschutzgebiet mit Wald und Seen und Sümpfen. Ja, das ist richtig. Ich habe hier Aufnahmen von Verstecken, wie sie in Vietnam benutzt wurden. Den dortigen Bedingungen angepasst. Bei uns kann das ganz anders aussehen. Also mit einem Wort, wir müssen das Ding finden, ganz egal, wie es aussieht. Es gibt noch einige Hinweise. Jeder Radiokiller ist mit einer Zerstörladung versehen. Das heißt, wenn jemand, der sich nicht darauf versteht, daran herumbastelt, gibt es einen ziemlichen Knall und das Ding ist zerschmolzen. Verbrennungen dritten Grades, wie? Davon kann man ausgehen. Auf jeden Fall, es ist sehr gefährlich. Aber das ist nur die eine Gefahr. Die zweite. Durch einen Funkimpuls weiß der Gegner dann, dass das betreffende Gerät entdeckt ist. Nun, er ersetzt es einfach durch ein neues, an einem anderen Platz. Und wir hätten nichts gewonnen. Ja, du willst damit andeuten, die Suche hat nicht nur die Ausschaltung des einen Gerätes zum Ziel. Ja? Das ist genau der Punkt. Wir haben die Chance, dieses eine Gerät aufzufinden. Wenn wir klug genug dabei vorgehen, gibt es uns vielleicht Aufschluss über technische Möglichkeiten, die zur Neutralisierung weiterer Radiokiller in anderen Gegenden der Republik führen können. Ich verstehe. Angenommen, wir finden das Ding. Wir sind keine Elektroniker. Wer übernimmt das? Wir, dafür sind wir da. Es ist bereits eine Gruppe von Spezialisten zusammengestellt worden. Zur ständigen Verfügung. Sag mal, kann ich die Karte haben? Ja? Aber ja. Du leitest ja die Aktion. Dir stehen sämtliche Hilfsmittel zur Verfügung, die du brauchst. Ja, die Sache ist ernst. Ja, ich habe schon bestanden. Diese Radiokiller können die Luftverteidigung durcheinander bringen. Ja, aber das ist nur ein Aspekt. Letzte Nacht konnten wir nur infolge der unbeabsichtigten Aktivierung dieses einen Gerätes gerade noch die Kollision mit einer Interflugmaschine vermeiden. Über 80 Passagiere. Ich erwähne das nur, um die Gefahr zu umreißen, die von diesen Geräten ausgeht. Ja, ich verstehe. Siehst du aber gut aus im Grün. Ach, elende Gegend. Schon irgendwas gefunden? Oh, nicht mal eine tote Maus. Dabei haben unsere Leute fast jeden Stein umgedreht. Die berühmte Nadel im Heuhaufen, ne? Ja, die könnten wir leichter finden mit elektronischen Suchgeräten. Aber dieser abgeschirmte Radiowellenmörder, der kann überall liegen. Irgendwo da draußen. Irgendwo. Liegt da. Und schweigt. Ich habe erst mal sämtliche Strecken anlaufen lassen. Alle Daten über Ausländer, die sich zurzeit ohne plausiblen Grund hier aufhalten. Ausstellungsorte der Pässe, alles. Dann
die Aufstellung über Einreiseanträge in den letzten Tagen? Na, das war doch erst gestern Nacht. Ich dachte, kann doch beim Batteriewechsel passiert sein. Mhm. Was jetzt noch dazu kommt, kriegen wir laufend nach. Gut. Ich denke, wir fahren jetzt erstmal zur Dienststelle zurück und analysieren das. Hm. Achtung an alle. Suche wird eingestellt. Nur die Observierung der Zufahrtwege fortführen, bis neue Anweisung ergeht. Ende. Topfit sind Sie heute aber nicht. 82 Sekunden und nur für den Wechsel. Und dann noch die Zerstörladung ausgelöst. Das Ding klemmt. Hat er das vorher durch den Dreck gezogen? Genau nach Vorschrift. Kalkspuren, Algen, Mulm, alles sowas sitzt da nach einem Jahr unter Wasser dran. Quatsch, hat nie was dran gesessen. Lisse. Selbstverständlich, Herr Major. 10 Uhr melden beim Chef. Elektronische Kampfmittel. Sie wollten mich sprechen, Herr Major. Unser Comint-Gerät 372 wird von Ihnen gewartet. Jawohl. Bitte nehmen Sie Platz. Heute Nacht um 2.15 Uhr hat sich das Gerät selbsttätig aktiviert. Unsere Messkontrollen haben das registriert. Haben Sie eine Erklärung dafür? Tja, die letzte Wartung war... Vor 8 Monaten Energiezellenwechsel. Jawohl, Herr Major, das stimmt. Na gut. Hochempfindliche Elektronik hat eben ihre Störfaktoren. Also, Sie reisen morgen früh ab. Sie versuchen eine Reparatur. Wenn sich das nach der Analyse der Kontrollimpulse als nicht ausreichend erweist, Nachricht auf dem üblichen Wege. Sie bekommen dann ein neues Gerät und wechseln es ein, klar? Klar, Herr Major. Sagten Sie, nach der Störung arbeitet das Gerät wieder normal? Ich sagte es nicht, aber es ist so. Genau 12 Sekunden Aktivierung. Danach ergab die Kontrolle wieder ganz normale Funktion. Um Ihre Frage gleich vorweg zu beantworten, es handelt sich demnach nicht um einen gegnerischen Eingriff. Sowas sieht anders aus. Gibt Ihnen dieser Sachverhalt einen Hinweis auf den Charakter des Defekts? Wir haben aus bisher noch ungeklärten technischen Gründen ab und zu Deformationserscheinungen an einem bestimmten Modul. Es könnte sich darum handeln. Na gut. Ihre Papiere. Sie heißen wie immer Vogel. Wir haben alles vorbereitet, das übliche Übermittlungssystem. Lediglich ein Wort zu den Papieren. Sie sind 2-mal auf Einladung dort gewesen. Dafür ist die Zeit natürlich ein bisschen zu knapp. Sie fahren diesmal als Tourist. Wie ich aus den Unterlagen ersehen habe, gibt es dort alte Frühgotikbauten. Ihre Legende ist also wasserdicht, oder? Da gibt es keine Probleme. Es ist ein beliebtes Touristenziel. Dieses ehemalige Kloster, dessen Ruine Sie hier sehen, wurde vom Zisterzienserorden gegründet. Der Zisterzienserorden ist in Mittelfrankreich entstanden und war zur Zeit der Klostergründung bereits über große Teile Europas verbreitet. Die erste Anlage entstand auf einer Insel im nahegelegenen See. Dort wurde sie aber nicht vollendet, sondern infolge eines Anstieges des Seespiegels hierher verlegt.
Das Kloster wurde hier von 1273 bis 1334 erbaut. Es gilt als ältestes Bauwerk der Backsteingotik. Dementsprechend begegnen dem Besucher beim Rundgang auch Bauelemente beider Epochen. Außerdem machen sich an verschiedenen Stellen sogar orientalische Baueinflüsse bemerkbar. Der Besucher ist immer wieder beeindruckt von der schlichten Schönheit und Vielfalt der Formen. So treten bei den sparsam verteilten Schmuckelementen in Form von Friesen, Konsolen und Kapitellen oder im Maßwerk der Fenster kaum Wiederholungen auf. Bitte beachten Sie die Kreuzrippengewölbe, die Giebel der Querschiffe und die Laubblattmuster an den Kapitellen. Die Priestermönche entstammten in erster Linie den Adelsgeschlechtern, während sie die Konversen hauptsächlich aus Bauernsöhnen. Meine Herrschaft, ich bitte Sie, mir weiter zu folgen. Kennst du den Unterschied zwischen Staffel und Blendengiebeln? Keine Ahnung. Kannst du lernen? Einen Moment. Ja, Schalker hier? In Ordnung. Wir kommen vorbei. Ende. Sonst alles negativ. Bei keinem der Leute, die sich als Touristen hier aufhalten, gibt es Anhaltspunkte, dass der Aufenthalt anderen Zwecken dient. Können wir uns eigentlich drüber freuen, wie? Du sagst es. Was nun? Wir finden einfach keinen Einstieg. Na, vielleicht sind wir zu früh dran. Oder der BND hat nicht mitgekriegt, dass das Gerät Zicken macht. Nein, nein. Unsere Elektronikspezialisten sagen, es ist todsicher, dass die sowas registrieren. Du, wir müssen am Bahnhof vorbei. Da ist Fred. Der hat was für uns. Hey. Guck mal, wer da ist. Mensch, was machst du denn hier? Ach so, du wolltest ja zur Kur, stimmt ja. Ja, so gut wie du möchte ich's ja auch mal haben. Hat dich deine Frau vergattet, wegen Kurschatten und so? Ja, tja, der Mensch hat so seine Probleme. Trink mal noch ein Bier, da kriegst du bloß Tee. Hast du mal ein Streichholz? Guck mal, da drüben. Oh, macht nichts, ist ja auch viel gesünder. Die Verkehrspolizei hat um 15 Uhr einen Auffahrunfall gemeldet. Geschädigt ist ein Westberliner Tourist. In der Werkstatt sagte man ihm, die Reparatur dauert 2 bis 3 Tage. Wollte sich ein Hotelzimmer nehmen, sagte er da. Nahm sich aber ein Taxi, fuhr hierher und deponierte eine grüne Reisetasche. Danach ließ er sich von dem Taxi ins Hotel fahren. Dort nahm er aber kein Zimmer, obwohl welche frei waren. Nach 10 Minuten ließ er sich dann von dem Taxi nach Berlin fahren. Name, polizeiliches Kennzeichen? Bei der VP. Gut, wir sehen uns das an. Also, bleib ein anständiger Mensch. Mach's gut. Und nicht heimlich Bier trinken. Mal sehen, was uns Fred mitzuteilen hat. Gepäcknummer 06140. Wird kaum was dran sein. Vielleicht wollte er sein Gepäck nicht mitschleppen. Wenn er sowieso das Auto holt. An der Reisetasche hätte er sich nicht totgeschleppt. Und das Taxi wäre auch nicht zusammengebrochen. Ja, ist richtig. Und der Besuch im Hotel? Ist ein Zimmer frei? War ihm vielleicht zu teuer. Und ein Taxi nach Berlin? Was kostet das? Das ist auch richtig. Vielleicht ist ihm noch eingefallen, dass er dringend Geschäfte hat und zurück muss. Das ist auch wieder richtig. Auf jeden Fall. Wir sehen uns die Sache an. Kannst du mich am Kindergarten absetzen? Meine Frau hat Spätschicht. Ah, ich bring dich mit dem Jungen nach Hause. Muss sowieso noch zur Dienststelle. Sehen, was so alles angelaufen ist. Ach, guten Tag, Herr Vogel. Guten Tag. Bitte? Dankeschön, sehr freundlich. Frau Schneider, holen Sie doch bitte mal die Bücher. Meldet sich wohl niemand? Da fahre ich lieber gleich mal hin.
Hallo. Einen Moment, das haben wir gleich. So, bitte. Bin's. Freust du dich? Sehr, sehr. Ach, ist das toll. Oh, sind das schöne Blumen. Das ist eine Überraschung. Sag mal, wie kommst du so plötzlich hierher? Ach, es war ein purer Zufall. Ich habe in West-Berlin zu tun gehabt. Und da bekam ich ein schlechtes Gewissen. Meinetwegen? Tja. Das ist lieb. Ich wollte einfach wieder mal bei dir sein. Also habe ich meinen Stempel geben lassen. Und hier bin ich. Du bist ein Lieber. Warum hast du nichts von dir hören lassen? Ich hätte dir wieder ein Visum besorgt. Weißt du, ich habe wirklich nur ein, zwei Tage. Ich stecke in der Arbeit. Im Sommer vielleicht wird es wieder mal für längere Zeit. Warst du zum Einkauf in West-Berlin? Ja, auch. Hauptsächlich wegen einiger Bilder, die ich mir ansehen musste. Hm. Naja, jetzt bin ich da. Was machen wir? Gehen wir aus? Hm? Da weiß ich was Besseres. Wir essen bei mir. Kundschaft. Sie wünschen? Guten Abend. Guten Abend. Ich suche eine einzelne Tasse. So wie die in der Vitrine. Ist die da einzeln zu haben? Natürlich. Das sind alles Sammelstücke. Das ist gut. Meine Frau sammelt so Einzelstücke. Sehen Sie sich an. Guten Abend. Du bist übrigens ein Glückspilz. Gestern habe ich zwei Hammelkoteletts eingefrostet. Hammelkoteletts? Die tauen wir auf heute Abend. Ich nehme die Tasse. Sie nehmen sie? Mhm. Ja. Ihre Frau wird sich freuen. Das ist Henneberg. Es wird immer seltener. Vorsicht! Guten Morgen. Entschuldige, aber Kaffee auf der Hose. Dann kriege ich bloß Ärger zu Hause. Warst noch nicht im Bett, was? Aber jetzt bist du ja da. Ich gehe jetzt schlafen. Du übernimmst das hier alles. Was? Der Bericht von gestern Abend. Die Tasche ist abgeholt? Dort. Wittig, Roswitha, bitte. Na ja, haben wir da was? Nein. Die Frau benimmt sich ganz einwandfrei. Herr Vogel war bereits zweimal bei ihr. Abstand etwa ein Jahr. Sieht nach einem losen Verhältnis aus. Na, das kann irgendeine Schmuggelei sein. Gar nicht unser Bier. Denkbar, ja. Bloß, man hat uns da was mitgeteilt. Der Pass dieses Herrn Vogel stammt von einem Landratsamt, das bereits dreimal Pässe mit falscher Identität an Leute vom BND ausgestellt hat. Ach nee. Das hat unser Genosse Computer registriert. Und deshalb sitzt du hier? Ja. Und ab jetzt sitzt du hier. Jochen, das muss nicht unbedingt unser Mann sein. Der kann auf einer ganz anderen Strecke laufen. Jedenfalls, du bleibst dran. An Vogel.
Um die Frau Wittig kümmert sich jemand anders. Ruf mich, wenn sich was tut. Verstärkung forderst du an, wenn du sie brauchst. Und in keinem Falle eingreifen. Egal, was der auch anstellt. Ist das klar? Klar. Wenn das unser Mann ist, dann ist er aus Glas. Aus ganz dünnem. Mach's gut, Junge. Schlaf gut. Wenn der Herr, ich meine, wenn er verkehrstechnisch Probleme machen sollte, machst du einfach einen Kofferraum auf. Ja? Tschüss. Was soll denn das nur wieder heißen? Bitte? Wiener Schnitzel, bitte. Ja. Ein Bier? Na, dann haben wir nur Limonade. Ja, bleibt doch nichts erspart. Ziffer 1, hier die 2. Ich befinde mich am Waldsee. Der Mann sitzt am Ufer und wirft Steinchen ins Wasser. Was macht er? Steinchen schmeißt er ins Wasser. Scheint viel Zeit zu haben. Wartet offenbar auf irgendwas. Hat er was bei sich? Nur die grüne Reisetasche. Sonst nichts. Das Gebiet ist heiß. Ich ziehe einen von den Leuten ab, die wir in der Gegend haben. Der kommt zu dir. Du selbst bleibst dann unser Mann. Auf jeden Fall, wenn er Besuch kriegen sollte, übernimmt den der andere, klar? Klar. Der soll mich, wenn er noch 300 Meter vom See weg ist, über das Gerät ansprechen. Ich lotse ihn dann hierher. Danke für das Fahrrad. Ich mache mich auch gut in grün. Ende. Los, hau dich hin. Nicht bewegen. Was soll denn das werden? Töne. Ziffer 1, hier die 2. Ziffer 2, hier ist die 1. Ich höre.
Unser Mann hat sich ausgezogen. Er hat einen Taucheranzug drunter gehabt. Nimmt aus der grünen Reisetasche eine Art Gürtel mit Werkzeugen und bindet ihn um. Und jetzt hängt er sich eine Art Sauerstoffflasche an den Anzug. Er hat eine Taucherbrille umgehängt. Jetzt nimmt er ein Atemgerät aus der Tasche. Ist getaucht. Perfekte Ausrüstung. Das sieht mir nicht mehr nach Schmuggel aus, wenn du mich fragst. Wenn er wieder aus dem Wasser kommt, nimmst du ihn bis zu seinem Wagen. Schick den Genossen schon voraus, er macht von dort weiter. Wenn ich es noch schaffe, bin ich selbst da. Ende. Parkplatz Waldgaststätte. Mercedes. Kennzeichen NHB 2317. Ich komme ja schon. Na, da haben Sie noch mal Glück gehabt, eigentlich schon zu. Ja. So, bitte der Herr. Danke. Guten Abend, Herr Vogel. Guten Abend. Bitte. Dankeschön. War wieder nichts? Auf der Nummer habe ich anscheinend immer Pech. Übrigens, ich erwarte noch einen Anruf. Ich bin in meinem Zimmer. Fremdeingriff ausgeschlossen? Vogel sagt keine Anzeichen. Vogel ist noch drüben. Wir haben eben miteinander telefoniert. Ich schlage Gerätewechsel vor. Ist unter diesen Umständen leichter zu machen. Gut. Nach der Rückführung möchte ich einen detaillierten Bericht von der Sache. Ist die Transportfrage gelöst? Alles bereit, nur Ihr Startschuss fehlt noch. Lassen Sie das anlaufen. Ich lasse inzwischen Vogel ansprechen. Frau Herbst, bitte zu mir. Wir haben einen Fall, in dem wir nach 7C verfahren, Frau Herbst. Vogel wird angesprochen auf dem dafür vorgesehenen Telefonanschluss. Text nach 7C verschlüsseln. Klartext lautet: Funktionsmessung hat ergeben, dass das Gerät weiterhin defekt ist. Wir hinterlegen in 36 Stunden neues Gerät auf Platz 3. Neues Gerät installieren, altes Gerät über Platz 3 zur Analyse zurücksenden. Wie siehst du denn aus? Fahrrad? Im Dunkeln auf dem Waldweg? Bautz? Hatten wir noch nicht. Dafür waren wir gut. Ist er wieder im Hotel? Um den brauchst du dich nicht zu kümmern. Du bist abgelöst. Hier, geh dich erst mal waschen. Und was läuft inzwischen? Unser Mann reist offenbar noch nicht ab. Was heißt das? Wissen wir nicht, können wir nur vermuten. Vielleicht fährt er weiter. Zu anderen Geräten, die ebenfalls bei uns installiert wurden. Kann sein. Ist aber nicht sicher. Er kann auch nur wegen der Dame da bleiben. Ja, kann er. Wäre aber ein Regelverstoß. Es kann auch ganz was anderes sein. Aber was? Warten wir ab. Der Mann ist keine Gefahr mehr. Er ist enttarnt. Habt ihr was gefunden? Ja, drüben auf der anderen Seite. Etwa 3 Meter unter Wasser. Schön, und? Ja, wir kriegen das da unten nicht auf.
Naja, müssen wir uns was einfallen lassen. Ja. Komm mit rein. Ja, ist gut. Sie haben was gefunden, aber sie kommen nicht ran. Sie möchten einen Moment warten, Genosse Hauptmann. Der Genosse Major kommt sofort. Gut. Und? Wir kennen jetzt das Gerät und den Standort. Ja, prima. Aber damit ist die Sache leider noch nicht erledigt. Wir kommen an das Gerät nicht heran. Ich verstehe nicht. Wenn du dich erinnerst, ich sprach neulich über die Zerstörladung, mit der diese Apparate gesichert sind. Ja. Wieso könnt ihr die nicht ausschalten? Ja, wir könnten. Aber der Gegner würde das über einen Kontrollimpuls sofort als Eingriff feststellen. Damit wäre er gewarnt. Er würde das Gerät aufgeben, das elektronische Kontrollsystem ändern. Tja, und wir stünden wieder ganz am Anfang. Aber irgendwas müssen wir doch tun können. Unsere Leute sind pausenlos im Einsatz. Wir testen mögliche Lösungen. Nur, was wir erreichen werden, da lässt sich jetzt noch gar nichts sagen. Ja. Und wenn wir, sagen wir, einen Zufall konstruieren. Überleg mal, wir lassen ganz offiziell ein paar Bagger kommen, die den See ausbaggern, Uferbegradigung oder sowas. Das riecht nicht nach uns. Das Ding wird vom Bagger gegriffen und landet im Schlamm aus. Wir hätten es. Ob die drüben uns dahinter vermuten? Man könnte es drauf ankommen lassen. Um ganz sicher zu gehen, müsste man so ein Ding in die Hand bekommen, bevor es installiert ist. Von einem Mann wie dem Vogel da. In diesem Falle nämlich wäre die Zerstörladung entweder noch nicht oder nicht mehr aktiviert. Du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Schöne Illusion. Machen die weiter? Ja, wir versuchen es mit einer winzigen Fotosonde. In der Medizin benutzt man manchmal sowas. Was macht Vogel? Also gar nichts. Wartet. Danke. Wartet. Worauf? Ich habe dir was zu lesen mitgebracht. Das wird dich sicher interessieren. Heißt Hackberg. Das ist der mit dem Auffahrunfall. Der hat hier die Funktion des Kuriers. Das ist für mich sicher. Über ihn selbst gibt es keine Erkenntnisse. Ich möchte bloß wissen, wie Hackberg dem Herrn Vogel den Gepäckschein zugespielt hat. Vielleicht sagt uns das eines Tages. Normale Einreise zum Zweck der Abholung des reparierten Wagens. Und mit dem fährt er dann nach Hause und wir haben keine Gelegenheit mehr, ihn zu fragen. Und dieser Wagen stammt vom Autoverleih Simon. Und den hatten wir schon mal in einem Kurierfall. Den Mann sehen wir uns diesmal an. Der tut keinen Schritt mehr ohne uns. Bitte sehr. Vielen Dank. Ja, guten Tag. Ich hätte gern den Herrn von Zimmer 11 gesprochen.
Ja, guten Tag, Herr Lademann. Ich habe mir die Sache überlegt. Ich würde gern die Gartenstühle kaufen. Alle drei. Ach, Sie sind nicht der Lademann. Dann entschuldigen Sie bitte. Das ist die Anordnung des Staatsanwaltes zur Überprüfung des betreffenden Gepäckstückes. Ist in Ordnung. Die Nummer haben Sie nicht? Die Gepäckscheinnummer? Wir wissen nur, es wurde zwischen 10.05 Uhr und 10.10 Uhr hier in Verwahrung gegeben. Ein karierter Tragesack. Das ist so gut wie ein Gepäckschein. Einen Moment bitte. Bitte schön. Wie können wir die Abholung verzögern? Wir werden Zeit brauchen, wenn es tatsächlich so ist, wie du vermutest. Wir denken nach. Kümmert ihr euch um die technische Seite. Den Rest erledigen wir schon. So, das ist er. Zweifel ausgeschlossen. Schlüssel. Ja, dann lasse ich Sie am besten hier allein. Dankeschön. Öffnen Sie bitte. Kein Problem, das haben wir gleich. Bitte, Genosse Major. Dann sehen Sie mal nach, was drin ist. Aha, Taucherausrüstung. Das ist er. So läuft das also. Weißt du, was das heißt? Naja, das ist es. Nehmt es euch vor. Ich mach dir einen anderen Vorschlag. Das hier ist ein neues Gerät. Es bestätigt deine Vermutung, nämlich, dass es ausgetauscht werden soll. Offenbar funktioniert das alte Gerät nicht mehr einwandfrei. Wenn ich richtig rechne, wird unser Vogel es am Abend auswechseln wollen. Bis dahin schaffen wir keine Untersuchung. Wieso schafft ihr das nicht? Wir kommen sonst nicht mehr ran. Das alte Gerät wird er auf demselben Wege wieder für den Kurier deponieren. Hier, über Nacht. Ich verstehe. Du willst nicht das neue Gerät, sondern das alte. Mhm. Und eine Nacht genügt euch? Muss eben genügen. Dein Wort in des alten Mannes Gehörgang. Entschuldige. Ja, bitte komm. Kann ich sprechen? Ja, Klartext. Der Mann Hackberg benutzt einen neuen toten Briefkasten. Botanischer Stamm der Gymnocladus dioicus. Direkt hinter dem Schild in der Erde. Zigarrenhülse aus Zinn. Aufdruck: Wintermanns Corona. Darin der Gepäckschein. Nummer 36287. 12:48 Uhr hat Hackberg im Hotel ein Zimmer genommen. Er befindet sich jetzt dort. Ende. Gut, du bleibst dran. Den Botanischen erledige ich selber. Ende. Dann holt mal schleunigst euren Laborwagen vom See weg. Und macht keine Spuren. So, das war's. Vorläufig. Wir kommen noch mal. Sie wissen ja jetzt hier Bescheid. Thank you.
Du bist nachher in der Dienststelle, falls ich dich brauche? Ja, ich bin da. Aber wozu könntest du mich brauchen? Mensch, Schalker, das Ding da drinnen ist vollgestopft mit Tricks. Ich kann nicht garantieren. Oh. Ich meine, wir könnten unter Umständen länger brauchen. Was, länger als bis morgen früh? Ehe der Gepäckschalter wieder öffnet? Genau das meine ich. Oh, du bist mir vielleicht ein Herzchen. Aber Kurt, du bist doch ein Fuchs. Dir wird schon was einfallen. Darauf verwerte ich meine Unterhosen. Du passt bloß auf, dass du nicht frierst, ja? Alles in Ordnung? Ja, ja. Ihr öffnet doch morgens um 7, nicht? Ja. Und schließt dann wieder um 8. Um 7:30, nach dem letzten Personenzug. Sind Sie schon lange hier auf dem Bahnhof? Ja, fast 40 Jahre. Ich kam aus der Schule, damals gerade. Das war die Zeit, wo die Leute noch auf den Dächern fuhren. Und die Lokführer schmissen manchmal ein paar Schippen Kohle neben die Gleise im Winter. Sowas habe ich nie bemerkt. Aber ich habe selber welche aufgelesen. Tja, so lange ist das schon her. Da winkt langsam die Rente. Danke. Ich glaube, ich muss mit Ihnen noch was aushecken. Das ist gar nicht kompliziert. Nach 40 Jahren Dienstzeit. Das schaffen wir so nicht. Wir brauchen den großen Rechner. Halb drei. Das schafft selbst der große Rechner in Berlin. Ich meine bis 7 Uhr. Die Fahrt mit eingerechnet. Ja, den Genossen Schalker, bitte. Schalker? Ach. Also, wenn es schon bis um 7 Uhr nicht klappt, dann sag wenigstens wann. Aber mit Bestimmtheit. Du bist ja eine Seele von einem Menschen. Weißt du, dass es jetzt um deine Unterhose geht? Was ist mit seiner Unterhose? Die verliert er, wenn uns jetzt nichts einfällt. Genosse Anders? Die Ergebnisse. Vielen Dank, danke schön. Jochen. Gartenbauspezialist Brand ist hier. Komm rüber. Er ist weg. Komme. Werkstatt? Werkstatt hier. Na, wie sieht's aus? Werdet ihr es schaffen bis Einbruch der Dunkelheit? Unmöglich, Kurt. Wir brauchen mehr Zeit. Ich bin gerade wieder auf dem Sprung nach Berlin. Sieh zu, dass du die Abholung rausschiebst. Also jetzt gib mir eine Richtzeit, bei der es bleibt, ja? Mitternacht. Also gut, wir sehen zu, was wir machen können. Was ist? Wie lange kannst du das Feuer halten? Wollen wir noch was draufschmeißen? 7:30 vielleicht. Die Elektroniker brauchen bis Mitternacht. Ja, die haben Nerven. Also der Gepäckschalter schließt um 7:30. Bis dahin blockiere ich das Ding. Naja, bloß. 4:30 müssen wir unsere Männer hier abziehen. Dann ist Feierabendzeit. Auch für unsere Gärtner. Naja, bleibe ich mal allein hier.
als Aufsicht, das ist doch ganz normal, nicht? Das ist nicht das Problem. Zwischen 19:30 und 19:30 wird der Kurier hier wieder auftauchen. Und er weiß ja auch, wann der Gepäckschalter schließt. Und der Mann will weg. Und er wird näher kommen, wenn du bloß noch alleine da bist. Werde ich ihm was über den sachgemäßen Schnitt an Gehölzen erzählen. Und mein Mäntelchen liegt über der Hülse mit dem Gepäckschein. Dann kann gar nichts passieren. Doch, doch, da könnte schon was passieren. Du meinst, er wird tätlich? Da kann ich ihm aber mal das Universum zeigen. Gerade das wirst du nicht tun. Wenn der ausholt, soll ich hinhalten? Nach 19:45, ja. Bis dahin hältst du dich fern. Wie du das machst, ist mir ganz egal. Aber nach 19:45 du kannst ihm den Rücken hinhalten. Das sind ja feine Aussichten. Komm, probier mal, ob er passt. So gut wie? Das Ding schützt den Kopf. Hat eine Einlage. Die Sache fängt langsam an, mich böse zu machen. Die Sache ist heute Nacht gelaufen. Der Mann muss den Eindruck haben, dass hier nichts manipuliert wird, dass alles nur ein übles Zusammentreffen ist. Vielleicht reagiert er mit etwas Hartem. Wird sich meine Frau aber freuen, wenn ich eine Beule mit nach Hause bringe? Der fährt jetzt ab, wird ab Ortsausgang übernommen. Na, kommt ihr klar? Wir sind klar. Das Gerät selbst ist für uns erledigt. Aber? Wie soll ich Ihnen das schildern? Sie sind kein Fachmann, oder? Elektronischer Laie. Na, dann sagen wir es am besten so. Diese Geräte unterliegen einer Dauerkontrolle, wenn sie installiert sind. Über einen Funkstrahl. Und der aktiviert sie auch. Und er kann in Sekundenbruchteilen die Zerstörladung auslösen. Darum geht es. Der Major ist wieder in Berlin. Wir brauchen noch eine lange Rechenkette. Ja, danke schön. Wenn die aufgeht, können wir zu jeder beliebigen Zeit installierte Geräte dieses Typs zur Selbstzerstörung bringen, indem wir sozusagen den Leitstrahl, den der BND verwendet, simulieren. Das heißt, wir brauchen die einzelnen Geräte gar nicht auffinden? Das wollen wir euch ersparen. In 4-5 Stunden ist die Sache gelaufen. Macht's gut, Jungs. Ja, schönen Feierabend. Und sauber bleiben. Feierabend. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Wenn die Rechenergebnisse richtig waren, die ich aus Berlin mitgebracht habe. Tja, dann muss es hier zischen. Also, erster Versuch. Welcher Schalter? Hier, Genosse Major. Dieser Schalter. Einfach umlegen. Na denn. Das gibt es nicht. Wunderbar. Geklappt. Gleich beim ersten Versuch. So, und jetzt müssen wir den Radiokiller wieder zusammenbauen. Sagen wir Mitternacht? Kein Problem. Ja, geben Sie mir den Genossen Schalker, bitte. Wie spät ist es jetzt? Genau 19 Uhr.
Verzeihen Sie, ist denn da niemand mehr im Laden? Da ist geschlossen. Aber ich brauche mein Gepäck. Können Sie mir das nicht rausgeben? Ja, also dazu bin ich nicht befugt. Aber ich habe doch den Schein. Ja, den Schein. Ja, ja, ja. Aber das Gepäck wird während der Schließzeit eingeschlossen. Da komme ich nicht dran. Es eilt aber bei mir. Gut, dann müssen wir wegen der Dringlichkeit. Ich müsste dann die Personalien aufnehmen und dann machen wir ein Protokoll und dann... Und dann können Sie das rausgeben? Nein. Und warum nicht? Da muss der Kollege, der dafür zuständig ist, zu Hause benachrichtigt werden. Sehen Sie, das sind doch alles persönliche Eigentümer sozusagen. Da kann nicht so einfach jeder ran. Aber... Da gibt es ganz strenge Bestimmungen. Aber sehen Sie doch ein, dass ich... Gut, wenn Sie wollen, machen wir ein Protokoll. Na schön, machen wir ein Protokoll. Der Kollege wird schwer zu erreichen sein. Der holt nämlich heute seine Frau ab. Von der Kur, mit dem Trabi. Na gut. Ich habe niemals gedacht, dass das so kompliziert ist. Hat geklappt. Ein paar Proben noch und Sie können im Stadttheater auftreten. Genau 24 Uhr. Bitte. Pünktlich wie ein Maurer. Ja, alles erledigt? Wir haben die Konstruktion, das Schaltschema, den Speicherinhalt. Und wir haben die Chance, bei einem E-Fall mit dem simulierten Kontrollstrahl sämtliche Geräte dieses Typs gleichzeitig auszuschalten. Wir hätten das Ding sogar reparieren können. Naja, dann brauche ich euch ja nur noch gute Nacht zu wünschen. Gute Nacht. Peter Genosse Hauptmann. Fährt er hin. Richtiger Erfolgsmensch. Mhm. Genau das Gefühl, das er haben soll. Ja. Ja, Schalke hier? In Ordnung, Fred. Sofort Meldung, wenn der Grenze passiert. Ende. Tja, was machen wir denn nun mit dem angebrochenen Sonntag? Ich werde heute Nachmittag mal mit meiner Frau eine kleine Wanderung machen. Wanderung? Wohin denn? Dreimal darfst du raten.